Hallihallo und herzlich willkommen bei The Walking Dead Season 2. Ich bin der Baume und in der letzten Folge hat uns die neue Freundin vom Kenny gefragt, ob uns irgendwas Seltsames an ihm aufgefallen ist. Eigentlich noch nicht. Aber jetzt gerade eben hat er sich ein bisschen komisch verhalten. Ein bisschen latent aggressiv. Always has to play the gentleman. But I'll tell you, when I met him, he couldn't lift a fly. Well, everyone, dinner is served. Come on, let's eat. Immerhin. Lächeln alle. Bis auf Luke. Aber Luke hat auch keinen Grund zum Lächeln. You okay, man? Yeah, just... I wish I hadn't pulled that trigger. Just try to forget about it. Right here, Clem. Kenny? Oder die Neuen? Kenny oder die Neuen? Kenny, natürlich Kenny. Wer setzt sich denn bitte schön nicht neben? Wir haben ihn gerade erst mit den Leuten, hier sind wir schon ein paar Tage unterwegs, jetzt erstmal Kenny dran. Here you go, Clem. So Clem, we were just talking. What's the deal with the kid? And what's his name? Luke? He in charge? You trust him? Er ist garantiert nicht in charge. Kenny, please. Sarita, we don't know these folks. They seem nice. Yeah, well, gators seem nice too, till they bite your damn arm off. Er ist nett. Er erinnert mich nur an... I like him. He's a good guy. Would you trust him with your life? I think so. Naja, er hat uns gerettet. Er hat uns that geholfen. Guy, Big Al, he said they were on the run. Some people are after them. Well, you don't have to worry about that no more. They'll go tomorrow and you can stay here. Absolutely. Honey, you stay with us as long as you want. She's staying for good. If that's what she wants. Of course she does. Right, Clem? Thank you. Of course. This is like a dream. Damn it, I am so happy right now. I can't even tell you. Ich glaube, ich will wirklich hier bleiben. Ist mir egal, was die anderen machen. Hey there. Hey. Hope you like the food. Oh, it's great. Thank you. Peaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out, though, I tell ya. So, it's Luke and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? A place. What Stimmt. Kind of place? A good one, Einstein. Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold-ass winters so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice, I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. What? Excuse me? Please, don't fight. Gentlemen, please, there's no need for this. Now look, we've all had a long day. Please eat. Da hat er nicht unrecht. Pass me that can, Duck. Duck? Duck? Okay. Duck? Who's Duck? Reden wir nicht drüber. Leave him alone, Luke. Hey, Clementine, would you lend me a hand outside for a moment? Draußen? Muss ich schon wieder raus? Ich habe noch nicht mal aufgegessen. Ach, Kenny. Guck nicht so. I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two cliques. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time, but that's just how these things work. Everything will be fine. Wie oft habe ich das schon gehört?
Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty and you grease the wheels. What do you say? Will you help me work on them? I want to stay with you and Kenny. Then stay you shall. I know that'll please Kenny. I missed him. And he missed you, I can assure you. They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other, to empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck, have you read him? Nope, nicht wirklich. Well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Tja, vielleicht auch nicht. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Maybe, maybe not. What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? Eigentlich will ich das mit Luke beichten. You can talk to me, Clem. There's almost nothing you could tell me that would surprise me. Ah, du wirst dich wundern. I'm worried about your friend. I think that... Don't worry. Matthew will be back soon. And everything will be fine. But I think... Hey, kids. What are you two talking about? Kenny. Ich will das nicht vor euch beiden mal wundern. Soll die ganze Gruppe dabei sein? Being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with that shit no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Wer ist denn das? Miss? Die kenn ich auch! Von 400 Days! Do you have any food? Are you okay? I saw the house and I have a family. We're starving. We live down there. Of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? Sie kann niemanden durchsuchen. Nach Waffen ist zu gefährlich. Nach Waffen. Auf jeden Fall Waffen durchsuchen. Wir wollen nicht nachlässig werden. Nur weil sie aus dem Patch, aus dem Add-on kommt, heißt es nicht, dass sie... Really, but that storm will be on us soon, and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. Das sollte man auch nicht so rausposaunen. Das hat er unten schon getan. I have a little girl like you. Echt? How old are you, sweetie? Ich weiß es echt nicht. Du, ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Nein, ich glaube sie... I don't know. Ich glaube, sie dürfte schon 12 sein, oder? 11? 11 ist zu jung. Ist sie nicht erst 10 geworden am Ende der ersten Staffel? Here you are, miss. Move humor. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Na, wenn die mal nicht wiederkommen, um zu plündern. Aber wenn die so viel haben, dann brauchen die auch nicht zu plündern. Clem, go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Diese Großzügigkeit kann auch verdammt nach hinten losgehen, wenn man großzügig zu den falschen Leuten ist. Und woher soll man die falschen von den... Don't freak out. Guten unterscheiden. Was ist dein Deal? Listen. Okay, I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walter's friend. Tja. See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Now they're all worried he's not back yet. What are we gonna do? I don't know. Wir müssen sie ihnen sagen. I don't think Walter knows yet, so we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. Oder wir sagen nichts und ihr schleicht euch einfach. What if he finds out anyway? Well, then we're fucked. But, you know, we'll just
We'll just deal with it then. Now, do you, you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay, well, go get rid of it. I'll find Walter and run interference. Oh, and, keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Ach, das ist Nick. It's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. You coming to tuck me in? yeah. Something like that. We have to tell you something. Hey, if there's something going on, I want to know. Yep. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. I know. What, you don't trust me now? Oh, Jesus. Oh, God. God damn it. Hey, Nick, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it? It's over. I have to tell him, Luke. What? No, you... Hey, Nick, you cannot do that. Are you fucking nuts? I gotta. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but... I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You don't know he'll do anything. Well, are you kidding me? Nick, you shot his friend. Luke's right. You can't tell him. Listen to her, okay? It's fucking crazy. Jesus. I can't handle this. Look, Clem, just go do that thing, alright? Wir legen uns so oder so die Schlinge um den Hals. Die Schlinge ist schon um unseren Hals. Wir können nur versuchen, das Beste draus zu machen. Vielleicht wird es ja irgendwann ein Schlips. Oh, ist das mies, ey. Weil tot ist tot. Ob wir es den nun verraten oder nicht, der ist immer noch tot. Wo ist das Messer hin? Scheiße. Es ist... Er hat's. Er hat's. Ach, shit. Wenn wir als nächstes gefragt, entweder erzählen wir ihm eine Lügengeschichte oder nicht. Und wenn mich jemand so direkt danach fragt, dann will ich ihn eigentlich auch nicht anlügen. Eigentlich will ich ihn nicht anlügen. Ich meine, ich könnte... Scheiße, das ist doof. Walter? Walter? I always liked this knife. Gave it to Matthew when all this started. I know he's dead. Who did it? Was it that kid? What's his name? Nick? Heard him talking earlier, something about shooting a man. I could see it. Was? I could see it on his face. Wasn't sure then. But now? Scheiße, Mann. Ach, fuck. It was us. It was our fault. Ich weiß, fiese Stelle für einen Cut. Sorry. Aber die Folge ist vorbei. Das Spiel geht ja nachher gleich weiter in der nächsten. Aber wenn die Musik kommt, muss ich ausmachen. Ist so. What the fuck? Jetzt haben wir es ja doch gesagt. Scheiße, jetzt haben wir es ja doch gesagt. Jetzt haben wir noch allen gesagt, sie sollen es nicht sagen und jetzt habe ich es gesagt. Also wahrscheinlich doch echt das Beste, wenn... Wer weiß, wenn wir gesagt hätten, Nick soll es sagen, wäre der sofort losgestürmt und hätte es denen erzählt. Und dann hätte er ihn sofort mit dem Messer erdolcht. Vielleicht ist es ja echt das Beste, dass wir gesagt haben, ihr haltet die Klappe und ich mache das jetzt. Weil ich bin das süße kleine Mädchen oder keine Ahnung, ob ich da jetzt noch den Niedlichkeitsbonus kriege. Aber die Clem ist ja mittlerweile auch schon ziemlich abgebrüht und das wissen die Leute um sie herum mittlerweile auch. Zumal ich auch immer sage, ich hab's im Griff und ich krieg's schon hin und so, ne? Ich will ja auch nicht die wir zeigen, dass ich was auf dem Kasten habe, so ein bisschen nur im Rahmen des Let's Plays. Dann wird der Niedlichkeitsfaktor vielleicht nicht mehr so richtig funktionieren. Aber, jetzt sind wir unserer alten Gruppe voll in den Rücken gefallen. Jetzt sind wir der Verräter. Jetzt sind wir das fiese Schwein, die gesagt haben, ihr sagt mal alle schön nix, dann gehe ich rüber zum nächsten und sage, hey, du, ey, der war das. Der war das, aber bring ihn nicht um. Und wenn, dann lass es wie ein Unfall aussehen. Und wollen wir mal gucken, was passiert. Ich weiß, Walter scheint ein verdammt netter Mensch zu sein, viel zu nett, aber ob da jetzt was durchbrennt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich bin der Baume, auf Wiederschauen.
und reingehauen. Cheerio!